Hallo liebe Leute, heute ist der 23. März. Der Bürgermeister von Rio will einen Lockdown machen vom 26. März bis zum 4. April. Und natürlich wie immer machen Sie diese Salamitaktik. Ich habe in der letzten Folge, habe ich euch erzählt, dass Brasilien kurz vor dem Kollaps steht. Und dem ist so, weil nachdem dass der Bürgermeister, der übrigens Eduardo Paes heißt, das erklärt hatte, gab es eine Demo gestern im Edelviertel Ipanema. Ich habe noch nie eine Demo gesehen an einem solchen Ort. Dort leben, wie wir sagen auf Portugiesisch, die Mauricinhos und Patricinhos, das heißt also die Schickeria sozusagen. Aber dadurch, dass er alles abschließen will, das ist natürlich auch der edelste Stadtviertel. Und die Mieten sind sehr teuer dort. Die Leute gehen immer mehr pleite. Es gab eine Reportage in einem Fernsehen, dass Rekord-TV heißt, das einem Religiösen gehört. Und dort haben sie zum ersten Mal eine Reportage gebracht, welche aufgezeigt hat, dass circa 17,7 Millionen Brasilianer wieder in die Armut zurückgefallen sind, dass im August 2020 waren es circa 9,5 Millionen noch, also 4,52% der Bevölkerung. Und im Februar sind es 27,2 Millionen. Also das heißt, fast 13% der brasilianischen Bevölkerung ist in die Armut zurückgefallen. Jede Woche wird das schlimmer. Ich habe am letzten Freitag hatte ich eine Arbeit gemacht und ich bin mit einem Kollegen mit dem Taxi, der ist Taxichauffeur, nach Hause gefahren. Und er hat mir erzählt, dass in der Favela, die Mangueira heißt, es gibt schon sehr viele Leute, die des Hungers leiden. Ich habe darauf mit dem Hausverwalter gesprochen hier und wir starten eine Lebensmittelbank, also dass die Leute Essen deponieren können, das wir dann in die Favela bringen. Ich gehe mit diesem Kollegen dorthin. Ich werde versuchen, einige Filme zu machen, während wir das Essen bringen. Was man in Brasilien sagen kann, dass die Leute sehr, sehr solidarisch sind. Wahrscheinlich eines der solidarischsten Völker auf der Welt. Ich habe gesehen, schon viele, viele Leute haben Reis und schwarzen Bohnen deponiert unten. Aber die Situation spitzt sich weltweit zu. Ich war schon einige Mal in Afrika. Ich bin dreimal schon auf den Kili hoch. Und zweimal hatte ich den gleichen Guide und der hat mir gestern auch einen Hilferuf gesandt. Er sagte mir, dass er einmal pro Tag essen kann, weil er kein Geld mehr hat. So ist die Situation, Leute.
Und wenn man diese Zahlen anschaut von Voldemort, es sind nicht einmal 3 Millionen weltweit. Wenn man das vergleicht mit den 130 Millionen, die weltweit des Hungers sterben werden, sind das 2,3%. Wegen 2,3% Todesfällen stürzten die ganze Welt in die Armut. Hier in Brasilien ist es noch schlimmer, weil sie alles politisieren. Die Gouverneure, wie ich schon gesagt habe, sie stürzen Brasilien, die Gouverneure und die Bürgermeister, sie stürzen Brasilien vereint ins Chaos, nur um Bolsonaro zu stürzen. Also wenn ihr etwas hört, der Bolsonaro sei ein Faschist und so, dann hört bitte nicht mehr zu. Er hatte Geburtstag am Sonntag und er hat gesagt, er hat wieder mal die Stimme erhoben, dass er das Militär nicht gegen das eigene Volk einsetzen werde, dass er gegen diese Diktatur, welche die Gouverneure und Bürgermeister machen. Es gibt Orte, wo sie kein Benzin mehr verkaufen. Es gibt Orte, wo sie im Supermarkt entscheiden, was du kaufen kannst und was nicht. Ich glaube, ich habe es im letzten Video gesagt, dass der Bürgermeister der Gouverneur vom Rio Grande do Sul, wenn der Kühlschrank kaputt geht, kannst du nicht mal einen Kühlschrank kaufen. Also, so völlig, was hat das noch mit den sanitären Maßnahmen zu tun? Es ist einfach wahnsinnig, wenn man sieht, was gemacht wird. Und es ist klipp und klar hier in Brasilien, dass es politisch ist. Und wenn man sieht, wer ist ein Mann mit einer braunen Uniform, derjenige, der nicht zurückschreckt, Tausende oder Millionen von Leuten in den Hunger zu schicken, oder der Mann, der die Leute verteidigt, der das Recht verteidigt, dass man aufhören soll mit dem Einschließen der Leute. Ich sehe das, meine Schwester wohnt noch in der Schweiz und mein Schwager erzählt mir immer, dass sogar in einem Land wie in der Schweiz die Armen zunehmen. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie das in einem Drittweltland ist wie in Brasilien. Also wie gesagt, wir sprechen von 17,7 Millionen Leute, die zurück in die Armut sind. Und wenn wir Armut sprechen, ich habe gerade gesehen, eine Frau, die sagt, dass sie seit Dezember kein Fleisch mehr isst. Sie hat zwei Kinder, sie war Hausangestellte. Also die putzt bei anderen Leuten und sie hat keine Arbeit mehr. Und sie hängt ab von Spenden, Lebensmittelspenden. Die Leute werden irgendwann, werden sie beginnen, von den Favelas runterzukommen, vielleicht mit den Drug-Dealern, die Waffen haben. Und dann haben wir eine Revolution. Dann werden die Leute, die seit Anfang diese Lockdowns verteidigen und sagen, man muss die eigenen schützen, diese Leute werden noch auf die Welt kommen. Sie werden verstehen, dass wenn man den Kopf in den Sand steckt, es irgendwann mal
zu einem Unterbruch der Ernährungskette kommen wird. Und denk nicht, dass das in einem Erstweltland nicht auch passieren kann. Es ist eine Frage der Zeit. Und wenn man sieht, wie viele Lebensmittel hier in Brasilien produziert werden, Brasilien alleine ernährt ca. 1 Billion Menschen. Wenn die Dinge hier schlecht laufen, dann wird das an anderen Orten auf der Welt auch zu einer Nahrungsknappheit kommen. Da könnt ihr sicher sein. Und ich bin erstaunt, dass in Deutschland so viele Menschen noch schlafen. Ich denke hier, viele Leute haben keine Möglichkeiten, andere News zu sehen, weil sie nur das öffentliche Fernsehen haben, das zwar nicht staatlich ist, das aber von morgens bis abend auf Bolsonaro einhackt. Und die Leute, sie wollen ihm alles in die Schuhe schieben. Alles. Die Gouverneure, die Bürgermeister, die schließen alles ab. Natürlich wird das Geld fehlen. Viele haben Geld geklaut. Sie bekommen viel Geld, um Spitäler einzurichten, und das Geld ist verschwunden. Einige sagen, die Presse will noch sagen, dass wegen Leuten, das ist ja in Deutschland auch so, Leute, die keinen Maulkorb anhaben, sind schuld, dass es noch nicht besser ist. Und dann kamen sie mit diesem noch sagen, ja, wenn ihr alle diese bekommt, dann werden wir euch freigeben. Vergesst es. Es ist wie, ich habe eine Deklaration von Honecker gesehen, in 89. Er sagte, dass die Mauer erst fallen würde, so irgendetwas hat er gesagt, in diesem Sinn, dass wenn die Gründe, warum sie überhaupt errichtet wurde, nicht mehr bestehen würden. Also das heißt, das Volk ist schuld an der Mauer und das Volk ist schuld an den Maßnahmen. Also, was fehlt noch, dass ihr aufwacht, Leute? Und hier, ich sage es euch noch einmal, Bolsonaro, er verteidigt den einfachen Menschen. Er war der erste Präsident, der ohne riesen Polizeischutz in der Favela war, am letzten Wochenende. Denkt ihr das, wenn er all das wäre, was sie in der Zeitung schreiben, er könnte dorthin gehen? Auf der anderen Seite, der Doria, der von der Presse hochgeschrieben wird, es stehen zwei Bataillone von Polizisten in der Nähe von seinem Haus. Es gab Proteste in der Nähe, aber die Leute, die sind friedlich. Aber er macht sich anscheinend fast in die Hosen. Wie kann jemand, ich weiß nicht, wie es in Deutschland wäre, ob die Merkel mit Eier beworfen würde. Ich könnte mir vorstellen, ja. Deshalb sind diese, was Bolsonaro mal gesagt hat, der Präsident und die Politiker, sie müssen den Geruch des Volkes haben. Also das heißt Kontakt haben. Und er hat immer Kontakt. Er macht Interviews mit einfachen Leuten teilweise. Er hört dem Volk zu. Deshalb ist er so verhasst. Das ist der einzige Grund. Der Rest, den ihr in der Presse immer hört, ist alles erstunken und erlogen. Ich weiß nicht, was hier in Rio passieren wird, Leute. Es sieht nicht gut aus. Wenn sie diese 10 Tage Lockdown durchziehen, die Hälfte der Geschäfte und der Restaurants, die sich noch heldenhaft durchgeschlagen haben bis heute,
Die werden wahrscheinlich auch pleite gehen. Und dann gute Nacht. Der Gouverneur von Rio ist eigentlich mehr, er steht zu Bolsonaro. Und das Problem ist der Bürgermeister von Rio und Niterói, das ist die Nachbarstadt. Die sind die Leute, das sind die Leute, die Rio in den Absturz bringen werden. Das war also die nächste Folge hier, leider nicht so erfreulich. Wenn ihr den Kanal mögt, bitte weiterverteilen, bitte abonnieren, Kommentare helfen, um die Relevanz zu erhöhen. Bitte sagt den anderen Leuten, es gibt einen alternativen Kanal, der auf Deutsch über Brasilien berichtet. Ich zähle auf eure Hilfe. Es ist ein Hobby von mir. Das und ich liebe dieses Land. Deshalb mache ich diese Videos auf Deutsch, damit endlich jemand, der Lücken- und Lügenpresse auf die Finger klopft. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.